So, hallo. Oh Gott, ich bin viel zu leise. Jetzt doch nicht mehr. Ich hasse mein Leben. So, hallo. Oh Gott, ich bin viel Standard. zu leise. Jetzt doch nicht mehr. Ich hasse mein Leben. So, hallo. Oh Gott, ich bin Ah. viel zu leise. Jetzt doch nicht mehr. Ich hasse glaube, John, ich muss dich, glaube ich, mal ein bisschen lauter machen. Ah. Standard zu leise. Ich habe gerade recht leise geredet, also ich John, denke ich nicht, muss dass du dich, das glaube ich, tun mal ein bisschen musst. lauter machen. Heilige Maria Gottes. Ich habe gerade recht leise geredet, also Wie ich laut denke bin nicht, ich? dass das tun musst. Gehst du in den Heilige roten Bereich, Maria. Wartest. Ich habe gerade recht leise geredet, also Wie ich laut denke bin nicht, ich, dass das meiner? tun musst. Gehst du in den Heilige roten Bereich, Maria. wartest. Zwar Zwar ist ist es es eigentlich eine eine recht recht normale normale Lautstärke Lautstärke für für das das Mikrofon Mikrofon hier. hier. Zwar Zwar ist ist es es eigentlich eigentlich eine eine recht recht normale normale Lautstärke Lautstärke für für das das Mikrofon Mikrofon hier. hier. Kannst du mal gucken, ob Zwar ist es die eigentlich eine recht normale Lautstärke Lautstärke für das angenehm Mikrofon hier. ist? Kannst du mal gucken, Zwar ob ist die es eigentlich eine recht Musik normale die Moment. Lautstärke angenehm Zwar ist? Kannst du mal Zwar gucken, ob die ja, Musik einen die Moment. Lautstärke angenehm ist? Kannst du mal gucken, ob die Ja, Musik einen die Moment. Lautstärke angenehm ist? Man hört wieder was Ja, doppelt. einen Moment. Doppelt? Doppelt? Man hört wieder was doppelt. Ja, Ja, doppelt. inwiefern Doppelt. doppelt? Man hört wieder was doppelt. Ja, Ja, doppelt. inwiefern doppelt? Man hört wieder was doppelt. Hör. Ja, doppelt. Inwiefern doppelt? Man hört wieder was Halt, doppelt. Ja, im doppelt. Hintergrund nochmal leiser. Nachdem wir Halt, es gesagt haben. im Also ich höre Hintergrund es nochmal gerade leiser. dreimal. Nachdem wir Halt, es gesagt haben. im Also ich höre Hintergrund es nochmal gerade leiser. dreimal. Halt, Durch uns, im dann einmal Hintergrund durch nochmal den leiser. Stream, Halt, dann dreimal. nochmal der Nachfolger Halt, vom dann einmal Stream, durch den dann Stream, Stream, und dann dann dreimal. nochmal der Nachfolger vom Stream, durch den Stream, und dann nochmal der Nachfolger vom Stream, durch den Stream, und und dann Gott, ich weiß nochmal auch. der Nachfolger. Ist das Aber normal? die. Nein. Also ich weiß, das war im letzten Stream irgendwann, aber ich weiß nicht, wie lange das war. Aber wie behebe ich das? Kommt das Denk her? mal, den Stream hast du gemutet, oder? Gerade nicht. Oh, okay. Oh, scheiße. Tja. Ja, das war das letzte Mal, glaube ich, auch das Problem. Das Big Brain schlägt wieder zu. Ja, ne? Perfekter Start, Alter. Boah, uiuiui. Alter. Schon Okay, belastend. spielen. Kampagne. Spielen. Code Zero. Da, Phone First. Ach ja, obwohl, wollen wir das noch ausmerzen? Nee, irgendwie nicht. Würdest du trotzdem erstmal hosten, damit ich reinkommen kann? Aha. Ja, okay. Ich bin jetzt da. Okay, dann lass uns jetzt nächstes Areal gehen. Immer, wo wollen wir hin? Wollen wir Ground Zero noch ausarbeiten? Oder Frozen Forest? Frozen Forest sind wir doch gerade und da will ich definitiv nichts erweitern. Also erstmal Ground Zero weiter. Warum weiter Ground Zero war das Anfangsareal? Ja, in der Richtung. Meinst du die Umgebung? Ja, können wir machen. Es hört sich nach einem guten Startpunkt an. In Anführungsstrichen Startpunkt. Fehlende Kernressourcen. Ja, okay, wir müssen mit dem günstigen Core starten. Das wundert mich und juckt mich nicht. Wow, richtig arrogant ist er geworden. Arrogant ist er geworden. Arrogant ist er geworden. So. Oh, Oh ho, ho, ho. Oh, mein der Gott. Sand! Oh nein, bitte Oh, es ist nicht. alles voll mit Oh, Sand! bitte nicht, John. Tu da, denk an die Kinder. Aber die Kinder werden die Sandburg lieben! Warte mal, kommen die nur von oben? The fuck, hier ist ein kleiner abgetrennter Abteil. Was soll das? Da kommt man nicht ran. Kommen die nur von hier oben? Die kommen. Also von links kommt nichts. Das ist ja voll einfach, Alter. Schau dir das an. Wir haben hier Blei und Kohle, das heißt, wir können schon mal Luftabwehr und normale. Ohoho. Jo, Ohohoho. bräuchten. Und hier gibt es ordentlich Ressourcen. Oh, das war. Oh. Oh, ist das. Oh. Das ist toll. Und wie viel schneller ist der zweite Drill im Gegensatz zu dem normalen mechanischen Drill? Schon ein gutes Stückchen. Weil hier steht keine
keine genauen Werte. Deswegen. Ja, es hat soll ich mal anfangen mit Graphit? Weiß nicht, wir sollten erstmal Verteidigung aufbauen. Na, stimmt auch. Habe ich jetzt echt viel Kohle, das ist angenehm. So. Habe ich jetzt nicht so viel Kupfer, habe ich das Gefühl. John, oder weiter weg. Das zurück. Hier ist überall Kupfer. In Ordnung. Hier ist sehr viel Kupfer. Jedoch hatte ich das Gefühl, dass hier weniger war, wie auf den anderen Maps. Ist dir das lieber, Julian? Ja. Bist du damit zufrieden? Damit kann ich mich einigen, ja. Okay. Der Skater kostet Graphit. Oh, shit. Uff. Ich meine, ja, das ist der Grund, warum ich da, warum ich schon mit Graphit anfangen wollte. Ja, dann mach schon mal. Hat das Blei gekostet, weil es wäre recht unpraktisch, wenn wir das... Hey, cool. Ja, es hat Blei gekostet. Graphit? Die Presse hat Blei gekostet. Ah, scheiße. Hier unten sind ein paar kleine... ich krieg's zusammen. Alles gut. Kümmert euch erstmal ein bisschen um die Verteidigung. Ja, ich glaube, das sollte ausreichen hier oben. Erstmal. So. Das war nicht viel, aber... Auf jeden Fall danke für die ganzen... Danke für die Ressourcen, die hier hinten liegen, im Spawnpunkt der Gegner. Ja, dafür müssen wir erstmal... 20 Runden, yo! Ja. Ich frag mich, ob hier Luftgegner oder normale Gegner kommen. Weil bei der anderen Map war ja, da waren ja nur Luftgegner. Weiß nicht, ob das Bild da oben immer ein anderes ist, wenn... Weil so sehen die aus wie unsere Drohnen. Ja, Jürgen, das ist deine Lebensleiste. Das da. Das Rote daran ist deine Lebensleiste. Oh, ey, das habe ich noch nie realisiert, dass das... Oh. Echt nicht? Nee. Gut. Es wäre natürlich nett, wenn das angezeigt werden würde, was da kommt, aber leider nicht. So, es sieht aus wie Öl hier. Oh, bist du? Du bist ganz oben, ne? Mhm. Sieht aus, als wenn hier ein Ölfleck wäre. Kümmere dich bitte um Graphit. Ich bin dabei. Ich versuche die Balle abzuwehren. Ich denke mal, du wirst es schaffen, Julian. Hilft es einigermaßen, wenn ich sage, dass ich an dich glaube? Nee. Oh, fuck. Okay. Was? Das ist Luft? Nicht gut. Oh, shit. Oh, fuck. Alter, verpiss dich, du dummes Drecksvieh. Du wie so eine kleine Fliege, Mann. Nur am Nerven und mal. Ey. Okay, gut. Ist doch kein so guter Anfang. Ja, kann man nichts machen. Ja, ich denke, wir brauchen dann mehr Blei und nicht so viel Graphit, ne? Ist hier auf der Grundseite Graphit? Nee. Okay, kann ich das ganze Ding hier ab... Nee, ich lasse es trotzdem lieber mal aus Sicherheitsgründen stehen. Falls da doch noch was kommt, ne? Ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser machen. Ich habe das viel zu laut gestellt. Junge. Ah, wo ist unser Kupfer? So. 25%. Brauchen viel mehr Kupfer. Ja. War das nicht eigentlich klar? Ja, ich glaube schon. Oh. Ja, du wirst mir nicht glauben, aber ich bin äußerst inkompetent. Ich habe vergessen, ich habe den einen Weg hier nicht verbunden. Ja.
Ich habe so, so 5 Förderbänder oder so, die nicht verbunden waren. Wie tief geht das denn hier unten rein? Bisschen. Also die untere Hälfte ist alles voll mit Sand. Das untere Drittel. Toll. Ja. So ist wundervoll. Noch eine Drohne. Ich bereite noch ein paar Turrets vor. Na komm. Bam. Normale Turrets oder was? Nein, nein. Ich glaube, wir brauchen keine. Unsere Dingsversorgung ist gerade wichtiger. Reißt du gerade das Bestehende ab? Ich habe Ressourcen zurückgeholt. Um da hinten eins zu bauen, willst du mich einfach. Alter! Ich hatte das schon platziert, der baut es jetzt doch automatisch. Hier ist ganz viel Kupfer. Was konnten die noch schießen? Könnten die Graphit schießen? Nee. Müll konnten die noch schießen. Es wären als nächstes beim Forschen dran. Titanwände. Das hört sich nice an. Die habe ich, glaube ich, sogar freigeschaltet schon. Ja. Hast du? Was? Achso. Ah, nee, nicht. Ich meine jetzt die großen Titanwände. Aber Titanwände generell hören sich echt geil an. Okay. Wenn du meinst. Sagst du so, als wenn der Verteidigung egal wäre? Hey. Nicht so ganz. Nur so zur Hälfte. Nur so zur Hälfte, ja? Ja. Hast du was dagegen? Nee, alles gut. Okay, besser ist das. Nach ein bisschen mehr Kupfer, ne? Ja. Weißt du, wir brauchen Sand. Nein, John, wir brauchen gerade keinen Sand, wir brauchen Kupfer gerade. Und bitte verschwendet unser Kupfer nicht für Sand. Du kannst es auch nicht verschwenden nennen. Keine Verschwendung ist. John, bitte. Bitte, John. Gut, ich werde es nicht machen. Ich flehe dich an. Schon verstanden. Danke. Wie dieses dumme Vieh in Ulo und ganzen Ecken zerstört hat. Ah. Ey, das zerstört nur Ecken, Mann. Junge, es wird aber auch nicht weggehen, ne? Nee. Man hat es hier oben nicht irgendwo Blei angezapft? Ja. Warum schiebst du davon nicht ein bisschen was auf Turrets rüber? Weil die einfach direkt runterfliegen, da kommen die juckesten Scheiß. Ich meine. Kannst du die in der Nähe vom Förderband platzieren? Hm. Er geht echt nur auf die Ecken, Alter. Er hat noch eine Ecke zerstört. Und noch eine. Ich versuche gerade ihn zu töten, aber das funktioniert nicht so gut, weißt du? Ich glaub, du kannst dir vorstellen, dass hier so ein paar Probleme auftreten. Noch eine Ecke. Ich jogge, jetzt verpiss dich. Keine. Ach Mann. Ich bin zu dumm, ihn zu treffen. Ach Mann, jetzt geh doch kaputt. Okay. Jörn, es ist schon die nächste Welle. Oh gekommen. Nein. Ich mach ja einfach fix. Oh, endlich.
Schnell fertig. So, fertig. Jetzt fliegt es da nicht mehr hin. Das wusste genau, was wir vorhaben, Julian. Geh kaputt. Oh, for fuck's ja, sake. Danke. Ich mach mal die Ecken neu, ne? Einfach nur da, um irgendwie zu bambuseln, Alter. Ist das noch irgendeine andere Ecke kaputt? Nein, sieht nicht so aus. So. So, unsere Kupferproduktion läuft jetzt langsam mal an. Und das Verteidigung brauchen wir auch unbedingt, sonst kriege ich hier gleich noch irgendwie einen Kollaps. Ich habe das Förderband hier unten auch mal ein bisschen erweitert, damit da mehr durchkommt, ne? Sollte jetzt besser funktionieren. Kümmer du dich mal weiter ein bisschen um Verteidigung. Ich erweitere die Kupferproduktion auch noch ein bisschen. Wir können nichts gegen die Dinger machen, wir fliegen einfach durch. Wir müssen sehr viele kleine Turrets platzieren. Mit kleinen meine ich wenigere. Kleine Gruppen. Oh. Ist kaputt gegangen. Und es hat mal wieder eine Ecke. Es hat wieder eine Ecke. Die Dinger mögen die Ecken echt. Geh doch auf was anderes. Warte mal. Es könnte riskant sein, aber wir könnten von diesem Vorkommen hier so einen recht langen Weg nach hier oben machen, der an der Hauptstraße so vorbeiführt. Der halt alle versorgt, ne? Oder wir könnten halt einfach von oben was runterholen. Das wäre, glaube ich, die bessere Idee. So. Ich bin gerade nicht sicher, wie du das mit dem Conveyor hier machen willst. Wir werden 3 später brauchen für... Aber nur damit ich das nicht irgendwie zubaue. Okay. Da kommen gleich noch welche. Ich denke mal, ich werde ein bisschen auf Kohle gehen. Allein schon, falls wir Energie brauchen und so. Ja. Warte mal. Wenn wir einen Drill direkt neben dem Kern platzieren, dann wird da nichts in den Kern befördert, oder? Was? Na, solange da kein Conveyor. Oh, doch! Holy shit! Boah, komm! Geh in die Tools rein, bitte! Oh nein, scheiße. Sie fliegen einfach vorbei! Oh, ja! Ja, nein! Nicht schon wieder auf die Ecken! Geh weg! Geh da weg! Bitte! Oh Gott, das war nah! Okay, eins kaputt, danke! Das ist mir ein bisschen zu nah, weißt du? Was heißt zu nah? Die machen doch sowieso keinen Schaden. Die sind aber nur nervig. Mehr können die nicht. So. Erst Graphit oder erst Strom? Graphit. Okay. Wir müssen. Okay, ich habe zwar ein. Kohleproduktion jetzt direkt neben dem Kern, aber ich denke, ich werde die Hälfte davon abreißen. Allein schon, weil es sonst 3 Eingänge zum Kern blockieren würde. Und das wäre recht hart beschissen. Allerdings. So. Ja, okay.
Wir sollten jetzt nicht mehr so hart genervt werden wie am Anfang. Hoffe ich. Ich hoffe es auch. Und ich hoffe auch, dass der Platz hier ausreicht. Brauchen wir noch mehr Kupfer? Ich meine, hier ist noch ein bisschen. Ja, komm, mehr Kupfer. Mehr Kupfer? Mehr Kupfer. Jo. Brauchen die Kupferproduktion muss boomen. Stellen jetzt auch ein bisschen Graphit her. Ich habe 5 Produkte, ja, 5 Kerne halt. Nicht Kerne, Was? retten. Die was machen. Denke mal, ich kann da noch einen weiteren Drill hin platzieren, weil das da wird eh nicht genutzt. Kriegen halt nicht genug Kohle, aber das kann ich jetzt nicht ändern, also. Passt das. Pass aus. Es passt es. Hier oben sieht es auch ganz gut aus. Oh, da muss noch was gebaut werden. So. Hattest du eigentlich schon mal einen Lancer gebaut? Lancer, ja. War der gut? Ist halt auch strombetrieben, ne? Ja. Ich denke mal, aber nur eine stärkere Variante von dem Arc, ne? Oh ne, forschen. Hier. Der war ja auch direkt danach. Ja. Metallglas. Metaglas? Ah, okay, dafür müssen wir noch die also Quators abschließen. Gut. Mikroprozessor. Große Batterie. Nein. Bis wir zum ganzen krassen Shit kommen, dauert es eh noch eine Weile. Ah, große Titanmauer. Erstmal freigeschaltet. Nice. Danke. Wir belasten, dass wir auf dem wir kein Titan haben. Ich? Ah. Nee. Leider nicht. Okay, dann unsere Kupferproduktion braucht noch ein drittes Band. Wollen wir eigentlich schon ein bisschen Silikon machen? Ich meine, Silikon brauchen wir eh massig gerade. Ja. Schöne Weise machen. Unschöne Weise. Ja. Wie musst du das denn machen? Ah, ich sitze auf. Ja, okay, ich muss einfach so. So. Ja, die werden sogar schön zerstört, bevor die irgendwelche Ecken kaputt machen. Finde ich gut. Das hört sich gut an. Ja. Ja, okay, die Graphitbohrer sind schon guten Ticken besser. Ich habe noch keinen benutzt. Aber ich denke mal, die normalen werden es auch tun. Ja, definitiv. Und wenn wir So. Lithium haben, können wir unseren Bohr auch unseren Core auch upgraden. Braucht das nicht irgendwie 2000 Silizium oder so? Ja. Oh. Hey, ich hab's das richtig. So, warte mal, mach ich mal. Warum ist das so beschissen? Ach so. Oh, ich frag mich, warum das so beschissen aufgeteilt ist. Okay, wir können jetzt so viel Kupfer ausgeben, wie wir wollen. Nice.
glaube, ich habe das ein bisschen zu dicht gebaut. Ja, das sollte ausreichen. Oh, sollte fuck. Es? Guck dir das mal an. Holy shit. Ja. Also das rechts kommt nicht wirklich hinterher. Doch. Obwohl? Perfekt. Na okay, fuck. Nicht ganz. Die Drills sind zu schnell für das Förderband. Ja. Hattest du eigentlich irgendwann schon mal so weit gespielt, dass es neue Förderbänder oder so gab? Weißt du, ob es überhaupt welche gibt? Boah, nee, keine Ahnung. Schade. Hier ist noch ganz viel Kohle. Was ich hab aus irgendeinem Grund. Was brauchen wir nochmal fürs Lithium? Kohle und Sand, oder? Ja, Kohle und Sand. Ich mach das hier unten gerade. Ich weiß gar nicht, ob du da oben Sand hast. Nee, ich hole noch ein bisschen Kohle nach unten einfach. Also so. Aber ich meine, hey, guck mal. Ich bin gerade nur zu inkompetent, um das richtig zu machen. Ach, da hinten machst du es. Mach doch noch eine Presse mehr. Nein. Nein. Kann ich nicht. Ich meine, ich könnte es eins nach links bewegen. Oder rechts. Dann hast du noch mehr Platz. Das geht auch. Aber. Wir brauchen viel Silizium. Ich weiß. Für alles. Ich weiß nicht, ob das hier an Versorgung ausreichen wird, aber es sollte ausreichen. Ich habe sonst noch ein bisschen Kohle hier übrig. Auf einem extra Förderband. Was ich auch zu Graphit machen könnte, wenn du willst. Das wäre eine Option. Ich denke, es wäre besser, wenn du das zu Graphit machst, dann mache ich hier unten nur Silizium. Erstmal. Okay, dann mache ich hier die große Graphitproduktion. Und mit den Gegnern sieht alles. Oh. Nein, hier wurde ein bisschen was zerstört. Hier fehlt eine Ecke. Und da fehlt was. Und die sind direkt an der Basis. Oh, fuck's sake. Mann, nicht die Ecken. Warte mal, da kommt gerade Kupfer auf das falsche Förderband. Wie ist das denn passiert? Hä? Warte, wo? Wie? Ja? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nur kurzzeitig so. Okay, das ist gut. Trotzdem, keine Ahnung, wie es passiert ist. Das ist nicht so gut, aber es juckt nicht. Also. Ich mach hier vorne mal noch ein paar Turrets, ne? Mhm. Da, schon wieder. Wo kommt das Kupfer her? Wo kommt das Kupfer her? Immer so vereinzelt. Auf welchem Förderband denn? Ach so, hier ist das Problem. Okay, jetzt ist es gelöst. Auf welchem Förderband war es denn? Auf dem Kohleförderband hier. Oh. Ich sehe ja auch ein Blei auf dem Kupferförderband. Ich meine, das juckt nicht, aber ne? Das hier schon. Ja, das juckt echt. Das ist scheiße. Ist unser Kanal eigentlich als Offline angezeigt? Bei mir ist abwesend und ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt angeschaltet, aber der war gerade auf Offline. Unpraktisch. Allerdings, ja. Ey, ich schau wieder. Geh weg. Keiner mag dich. Das wirst du gleich so gemein, Julian. Das war halt auch die Tatsache. Richtig nett. So. Ich das nur noch zum Kern befördern. Was stimmt denn hier gerade nicht? Oh, fuck. Das ist ein widerlicher Weg.
Alter, bin ich dumm. Ja. Danke, dass du mir zustimmst, Jörn. Gerne. Finde ich echt nett von dir. Ja, ich finde es auch nett von dir. Das musste ich mal erwähnt haben. Boah, unsere Kupferproduktion ist mal wieder so heftig am explodieren, was uns halt einfach nichts bringt. Ich meine, wenn wir einen besseren Kern haben, dann bringt es uns schon was, aber... Nee, dann auch nur temporär. Ja, okay, Graphit ist auch gerade läuft gerade ganz gut. Ja, schon. Kommt perfekt mit der Kohle mit. Ich mache jetzt auch noch ein bisschen Energie, aber nicht viel. Sollte nur für ein Silikon ausreichen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Das sieht gut aus. Alter. Ich meine, das war jetzt wegen den aufgestockten Materialien, ne? Sand kommt immer noch nicht so gut hinterher. Dann musst du... Obwohl, es ist ein durchgehender Fluss. Ja, aber die Silikonschmelzdinger, da sind nicht... Du müsstest theoretisch noch einen zweiten Conveyor machen. Warte, ich habe eine Idee, wie du das machen könntest. Warte, ich mach schon. Hier oben einfach anschließen. Oder so. Warte, ich muss da noch eine Brücke machen. Nein! Das wollte ich nicht. Passt. Das sieht doch schon besser aus. Oh fuck! Das ist nicht gut. Ich sollte vielleicht meinen Silikonweg zu Ende machen. Kannst du dich um die Gegner kümmern? Oh Gott. Oh Gott. Ist da irgendwas großartig kaputt? Ich glaube nicht. Gut. Ah, die Ecke ist kaputt, natürlich. Was auch sonst. Das sind immer die Ecken. Hier ist eine Ecke kaputt. Sandsturm? Was? What the fuck? Krass. Das hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich meine, es ist nicht so besonders, denke ich, aber... Sandsturm. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen Verteilung hier. Eine faule Art zwar gebaut, aber... Alter. Ich mach das mal richtig, ne? Warum? Das reicht doch. Wir brauchen das da oben und nicht hier unten. Da ist oben, ist doch was. Nee, da oben ist nix. Die KI nimmt aber auch immer den Weg, wo keine Türen sind. Ja, ne? Die haben jetzt nicht alles kaputt gemacht. Ist irgendwo eine Ecke kaputt gegangen? Sieht nicht so aus. Okay, der Sand kommt gerade so hinterher. Ich kann die Sandproduktion auch noch ein bisschen erweitern. Schon. Hey! Was soll das? Wir haben genug Graphit. 06 die Sekunde, 04 die Sekunde. Okay.
Ich setze noch ein paar mehr Drills. Es kommt nicht auf die Größe, es kommt auf die Qualität. Ah, okay. Weißt du, und ich will dir nicht unterstellen, aber ich glaube nicht, dass du damit so viel Erfahrung hast. Und beim Laser Drill dann halt auch auf die Größe, aber ja. Was kostet eigentlich Titan? Ah, fuck. Der Laser Drill kostet etlich viel. Oh, ich sehe jetzt, was der Sandsturm macht. Was denn? Hör mal auf, dich zu bewegen. Und achte auf deine Drohne. Wie ist dir das aufgefallen? Naja, ich war gerade was am Bauen. Das ist ja minimal. Da musst du ja wirklich drauf achten, damit du siehst. Ja, ne? Also, scheinbar soll das stören. Ich glaube nicht. Bist du sicher? Ja. Ich meine, wozu ist es sonst da? Ich, keine Ahnung, das stört mich nicht. Ich merk's nicht mal. Das heißt, man müsste jetzt aber nach rechts deutlich schneller fahren können als nach links. Und es kommt mir auch so vor, ja? Ein kleines Stück, ja. Aber wirklich nur minimal. Ich merke es nicht mal. Gott, ist hier viel Kohle überall. Kohle ist echt massiv vorhanden. Map wäre echt perfekt für Graphit und Silikon, aber weiß nicht. Vielleicht sollten wir das mal später optimieren. Wenn es zu lang dauern sollte, was es wahrscheinlich wird, müssen wir es ja nicht unbedingt on-stream machen. Ja. Obwohl, es ist ein Stream. Streams sind ja eigentlich für Dinge, die länger dauern. Nein, nicht unbedingt. Stimmt nicht unbedingt, aber... Ist ja nicht aber... so, als hätten wir noch irgendwie einen großen YouTube-Kanal. Es wird immer trauriger, je länger ich drüber nachdenke. Ich meine... Groß ist er nicht, das stimmt. Es kommt nicht auf die Größe an. Auf die Qualität. Ah, fuck, das haben wir auch nicht. Wir haben gar nichts. Nee, du hast nicht recht. Wir haben ein 1,5 Stunden Garry's Mod Video, was uns absolut nichts bringt, weil es absolut scheiße geworden ist, Alter. Aber hey, 80 Aufrufe. Krass, wa? Ja, aha. Die haben auch definitiv nicht, weil Jan meint, das geht jetzt aber in meinen Status, oh, das schicke ich jetzt noch 10 Leuten. Komm, Leute, teilt das mal. Wie viele Freunde hat der? Das war, so 60 Leute kamen doch bestimmt von dem, oder nicht? Ja, gefühlt schon. Was zur Hölle? Woher hat er die Freunde? Anton, darf ich mal anmerken, dass wir gerade bei 5 Aufrufen sind? Nicht Aufrufen, Zuschauer. Ja. Schon. Ja, das darfst du anmerken. Boah, gestern hatten wir noch 3. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Endlich ist mal wer da, der zuguckt. Ist ja nicht so, als wenn die anderen 3 auch zählen würden, aber... Ich weiß nicht, ob wir beide zählen. Ich habe echt keine Ahnung. Nein, wir zählen nicht. Echt nicht? Nein. Krass. Das finde ich krass. Krass, dass uns wer lustig findet. Ja, lustig. Ich finde mich selber nicht lustig. Das ist schon mal... Ja, ich finde mich auch nicht lustig, aber... Ich finde dich auch nicht lustig. Das finde ich gut. Gut. Das weißt du, was ich aber lustig finde? Hm. Also... Wie schnell ist der Laserdrill eigentlich? Ich glaube 0,80. Das hört sich gut an, weil wir brauchen Sand. Wir haben aber kein Titan. Oh, holy shit. Okay, ich meine, ja, der Laserdrill, der ist größer, ne? Ja, aber wir haben kein Titan. Der macht... Wenn alle 9 Felder belegt sind, macht da 2 Insert Resource, genau. Ah. Also der würde beispielsweise 2 Sand die Sekunde machen. Das ist krass, ja, aber wir haben keinen Titan. Ja, das ist ein Problem, aber. Ja, ist krass. Und der verbraucht Strom wie Hölle. Ja, das auch, aber er ist krass.
Ja, aber der verbraucht echt viel Strom. Ich weiß. Der Sand kommt immer noch nicht richtig hinterher. Junge. Jetzt geht's richtig ab. Ja, jetzt kommt schon mal doch auf die Größe an. Es war Scheinbar schon, ja. alles war eine Lüge. Du bist all dieser Zeit den falschen Weg gefolgt, Julian. Der falsche Weg, ja. Ich bin vom Shinobi-Weg abgekommen. Was sind das denn für fette Dinger? Holy fuck. Was die fetten. Oh ja, die fetten Drohnen. Die waren aber auch schon auf der anderen Map. Ja, können aber auch nichts. Tja. Sie glauben nur daran, dass die Anti-Airs fucking awesome sind. Denk Anti. Ja, Anti-Air. Anders sind die ja. auch nutzlos. Was können wir gerade eigentlich machen, außer abwarten? Wir können unsere Silikonproduktion oder unsere Graphitproduktion ein bisschen erhöhen. Ich will Silikon erhöhen, damit wir unseren Core upgraden können und dann können wir abhauen. Das ist gut. Ja, allerdings. Ja. Ja, gut. Ja. Wir brauchen eigentlich noch 500 Silikon. Ah, dann lass mich mal noch einen Schluck trinken. Nee. Darfst du nicht. Hast du göttlich getrunken habe? Ja. Respektlos nennt man das. Nein, Jörn, tu das nicht. Nein, 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 nein. Hör auf, hör auf, hör auf. Die Dinge haben Output, hör auf! Ja, aber es ist doch sowieso die ganze Zeit voll hier. Die schieben mir dann trotzdem Silikon rauf. Auf damit. Das ist illegal. Problem solved, oder? Wow. Gar nicht. Doch, scheinbar ja schon. Hast du es nicht verdient, das Spiel? Was? Ich bin aber noch Big Brain genug, um das Spiel zu verstehen. Das ist die Kohle disrespektiert. Wie ist das denn passiert? Tja, Jörn, denk mal drüber nach. Ja, auf der anderen Seite, da muss eine Brücke hin, damit das nicht so, ne? Dann halt jetzt so. Wird das alles zu der Kohle geschoben. Ist doch alles gut. Ah. Jörn, wie wär's damit, wenn du diese untere Reihe wieder abreißt und wir hier einfach nochmal was hinbauen, ha? Nee, geht doch. Funktioniert doch alles. John, jetzt mal ernsthaft, wann wird das hier unten mal leer sein? Irgendwann, ne? Gar nicht, nein. Irgendwann. Die verbrauchen den meisten Kohle halt insgesamt. Und wenn nötig, knallt man eine andere Bohrer hin. Oder Bonnyavrap. Irgendwann wird das da voll sein. Und John, ich werde dir die Schuld geben. Halt's Maul. Fick dich. Fick du dich. Nein, fick du dich. Fick dich dreimal mehr. Fick dich viermal mehr. So was geht nicht. Doch, schon. Nein, abgelehnt. Fick dich. Nein. Doch. Nee. Ja, doch schon. Ja, glaube ich nicht. Verpiss dich mit deinem dreckigen 20-Euro-Knopf. Mit doch 5 Euro Versand oben drauf, Alter. Da war kein Versand. Weil man den aus Japan einschiffen musste oder so. Ne, das war mein Controller. Sei stolz drauf. Ja, bin ich nicht. Gut. Das Ding hat, weil es aus Japan gekommen ist, 2 Wochen länger gebraucht. Das steht da aber auch eigentlich. Ich muss das auf irgendeiner fucking Trash-Seite bestellen, ja? Warum? Wolltest du den echt so unbedingt haben? Junge, soll ich mir lieber auf Amazon für 100 Euro holen oder was? Nein, oh Gott, ich weiß nicht. Nein, du brauchst ja nicht auf den Xenoblade Chronicles Controller haben. Der sieht awesome aus und mein Splatoon Controller funktioniert nicht richtig. Dann kauft man sich einen anderen. Das sind nur die beiden. Und die sind beide so teuer gewesen. Es gibt andere. Ich hab den Smash Bros. Es gibt keine anderen guten. Der Smash Bros. Ist noch teurer, Alter. Heilige Scheiße. Echt? Ja. Boah, da bin ich ja richtig reich. Die sollten eigentlich 70 Euro kosten, aber gegen Weihnachten
Ach, 50% obendrauf! Das fällt ja keinem auf. Und trotzdem werden die wahrscheinlich gekauft wie Scheiße. Ja. Ich habe meinen damals für 70 gekauft. Ich bekomme auf YouTube immer wieder Werbung, ne? Ja. Für einen, der irgendwas mit 9.999.000 kostet auf AliExpress. AliExpress? Ja. Das hört sich ja schon mal richtig seriös an. Nicht nur kostet er 10 Millionen, ist auch noch auf AliExpress, also. Da will ich mir was kaufen. AliExpress? Später bekommst du nicht meinen Controller für die 10 Millionen. AliExpress, oh, das gibt's ja wirklich. Ja. Oh Gott, das ist jetzt gar nicht mal so unbekannt, scheiße. AliExpress. Fuck, da wurde schon wieder was zerstört. Warte mal, ist das jetzt die letzte Welle? Ja. Nice. Der wollte noch nicht die luxusnette oval lächeln gehärteten Glas-Telefonfall für iPhone 12, 11 Pro, Max XS, Max XR, XSE 876 plus Spiegel-Silikon-Abdeckung haben. Genau. So, ist hier noch irgendwo eine größere Kohlequelle, dann machen wir noch mal ein bisschen. Oder wie hört sich das an? Kohle. Silikole. Achso. Ja, ich meine, wir hauen jetzt eigentlich ab, oder nicht? Ich meine, wir können die Silikonproduktion noch ein bisschen erhöhen. Oh, Course Under Attack. What? Ey. Was ist das denn? Ey. Was war ich das hab keine denn? Ahnung. Aber, oh. Die waren neu. Oder John, möchtest du ein 2020 neue 3D schwere Metallschädel T-Shirt Punk Festival Rock T-Hemd Männer GDR UCKT? Achso, gedruckt. Anstatt aber. Also. Okay. Ich Casual hätte gerne ein Punk T. Casual T-Shirt O Hals Hip-Hop Kurzarm Plusgröße. Plusgröße. Was für ein Plusgröße? Keine Ahnung, das T-Shirt aber sieht maximal scheiße aus. Ist das 20XL oder was? Ich schick dir mal das Bild. Du musst es aber auch in den Stream reinschicken, ne? Okay. Du musst es im Stream halten. Ja, mach ich. Na, du musst es wenigstens demonstrieren. Demonstrieren. Speichern unter. Ja. OBS. Bild. Mhm. Ja. Genau. John, ich das nicht. Da, das 2020 neue 3D-T-Shirt. Schwere Metallschädel. Ah. Genau. Ist das nicht wunderschön? Besonders schwere Metallschädel, oh, das gefällt mir. Heilige Scheiße, es sieht so billig aus. Da fehlt einfach ein Stück vom Arm, weil der Druck nicht. Das Bild aber nicht groß genug war oder die es nicht richtig zentriert haben. Nee, das war mein Fehler. Oh. Ich war mit Snipping Tool unterwegs. Ah. Okay. Dass du das schwere Metallschädel-Poster einfach, T-Shirt, auch mal verunstaltest, das geht gar nicht hören. Das finde ich nicht gut. John, wollen wir abhauen? Ja. Ich würde zwar gerne noch Graphit und Silikon ein bisschen erhöhen, aber fuck it. Wird schon passen. Wir haben jetzt schon 4 Sektoren eingenommen. Was brauchen wir hierfür? The Craters. Wo ist Craters? Overgrowth. Maze Flare Kultivierer. Heilige Scheiße, das ist viel. Guck mal, was brauchen wir dafür? Also wir brauchen die Roboter, ne? Ich versuche gerade The Craters zu finden, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ah, da. Ich erforsche mal Flare, Dagger, da ist Nova und da ist Crawler unter. Wollen wir zu The Craters? Können wir schon rein? Ja.
dann lass uns da rein. Ab geht's. Je. Ich erforsche mal das Command Center, auch wenn es scheiße teuer ist, ne? Aha. Ah, die Map kenne ich ja sogar. So. Wo kommen die Viecher her? Ah, hier. Tür. Okay. Große Tür. Müll! Ich wollte gerade sagen, können wir hier Eis meinen? Ja, ich glaube schon. Jo, bessere Förderbänder. Titanium. Bessere Förderbänder? Guck mal hier oben. Hier sind Titanium-Förderbänder. Steam Generator. Killen! Ah, was zur Hölle ist das? Was muss da rein? Hier sind auch Hail. Irgendwelche Turrets. Das ist interessant. Gott, baue ich das ganz scheiße. Hey, Julian, guck dir mal die Form dieser Map an. Mann, was würde das denn wohl darstellen? Das erinnert mich an irgendetwas. Ich frage mich aber an was. Willst du nicht mal? John, was ist mit dir? Ich weiß es nicht, ich hab's einfach nur. Bitch! Titan voller Bänder. Uiuiuiui. Anna? Uiuiuiui. So, aus euch kommt nichts raus. Ihr hattet Sand geholt, denke ich. Nein, warum wird da Kupfer angezeigt? Fuck. Wir sollten vielleicht Verteidigung aufbauen, aber. Bin schon dabei. Okay. Weil ich wichtig Frage bin. Ist nur. Wow. Arschloch. Fick dich. Sind hier Bodentruppen oder Lufttruppen? Wir werden es gleich herausfinden. Das okay, wir haben nur in einen Spawn doppelt. Blockst du das da oben? Kann ich machen, ja. Lass mich aber kurz noch die Typen. Obwohl, block lieber erstmal. So, passt. Warte mal, wenn du den Weg komplett versperrst, dann brechen sie da durch, wo der wenigste Widerstand ist. Okay. Ja, über Förderbenser können sie laufen. Förderbenser. Benser. Benser. Nagelneuer Benser. Genau. Oh, Kamikaze. Nice. Ich denke, wir werden später auf Scourge und Arc gehen. Mhm. Nice. Blei bekommen wir noch keinen, ne? Nee, noch nicht. Dann sorge ich mal für ein bisschen Blei. Gibt es hier irgendwo eine große Kohleader? Ich habe noch keine gesehen. Immer noch extrem kleine. Ja, es sind immer so eine Streifen, ne? Muss wohl ausreichen für das bisschen Graphit, was ihr hier im Chip ausschöpfen müsst können. Hm. Ich meine, wir können daraus auch einfach Strom machen und dann die Arcs befeuern, aber die Scorches sind halt schon um einige stärker, ne? Ja. Ich mache hier unten in der Nähe von der Basis auch mal ein bisschen Graphit, ne? Mhm. Ich versuche das ganz, da die Kohle überall rauszukratzen. So. Wenn du SRG drückst, falls du es noch nicht weißt, kannst du einfach Wege ziehen. Auf einfache Weise.
drücke STRG, aber es passiert nichts. STRG und Wege ziehen lassen. Also dann kannst du Kurven machen und so. Ah, okay, gut. Danke. Ich wusste es tatsächlich noch nicht. Das ist ziemlich Premium. Das ist echt Premium, ja. So, okay, ich befeuere jetzt zwei Graphitpressen mit Kohle und das, ja, die kommen damit aus. Und zwar nicht auf Dauerproduktion, aber sie sollten damit erstmal klarkommen. Ich werde natürlich direkt die Drills verbessern da. So. So. Genau. Das ist erfasst. Ja, allerdings. Gesundheit. John. Hör auf. Das hat sich wie Niesen angehört. Wie kann sich das anhören wie Niesen? Ich weiß es nicht. Das hat sich ja wie Niesen angehört. Wie zur Hölle. Was das mir so spontan auffällt. Was fällt denn so spontan auf? Was um die Uhrzeit hier gerade gefühlt jeder streamt. Ich meine, es ist ein Sonntag. Ja. Ja. Trotzdem. Würde ich meinen. Wo geht unser ganzes Graphit gerade hin? Achso. Auf bessere Drills für mehr Graphit. Ja, okay, das finde ich. Das finde ich gut, ja. Bereite mal den Weg vor. Ich hoffe mal, dass wir mehr als zwei Graphitpressen laufen haben können. Weil es wäre echt scheiße, wenn das bei so einer Produktion bleiben würde. Dann wäre mir oben ja auch noch ein bisschen was. Ach gut. Habe ich jetzt auch noch eine Denksquelle. Das ja auch noch ausschöpfen. Ah, ich brauche Graphit. Ja, ich habe gerade zwei gebaut, ne? Drei. So, was kann man so erforschen hier? Wir können. Graphitproduktion sollte etwas erhöht werden. Wir brauchen jetzt für alles wieder Silikon. Sollte man nicht irgendwie jetzt Metallglas herstellen können oder so? Warte mal, what the fuck, woher hast du die 12.000 Silizium? Ich hab echt viel, ne? Warum, du hast das Kommandozentrum und so noch nicht? Jetzt schon. Hä? Das habe ich noch nicht erforscht. Ich meine, ich habe das Kommandozentrum erforscht, ich habe den Dagger erforscht und ich habe den Flare erforscht. Wo noch? Du hast auch. Ich habe auch die Tür erforscht. Du hast auch ein bisschen Material noch über, weil du schon mal Feuer gespielt hast. Ja, aber ich hatte nicht so viel Silizium. Nicht ansatzweise so viel. Ich habe das Zeug von dir benutzt. Es wundert mich nur, dass du das jetzt nicht hast. Ja, okay, weil ja. Vorher hat das ja auch funktioniert. Oh, hier ist auch noch Kohle. Daraus mache ich dann mal Energie. Jeet. Ja gut, jetzt sind die beiden Graphitpressen, die ich vorne platziert habe, einfach nur auf Dauerproduktion. Ah, fuck. Und da oben läuft alles gut, ja? Gleich schon, ja. Gut. Aber irgendwo Blei? Da hinten haben wir Blei.
Sag mal, hier ist noch ein gutes Stück Kohle, aber da können wir noch nicht ran. Weil das ist halt dezent nah am Gegner. Hier sind zwei Turrets kaputt gegangen. Ich werde hier mal noch ein paar Wände vorplatzieren. So. Das sollte ein wenig helfen. Hey, denkst du, wir sollten die Kupferproduktion ein bisschen erhöhen? Ja. Wir waren gerade auf 420. Nice. Blaze it. Ah, scheiße. Was? Warten. Ich muss das woanders langlegen. So. Wo ist denn die nächste große Kohlequelle? Was will ich mit Kohle? Kupfer. Hier ist einer. Weißt du? Ich will die ganze Zeit zwischendurch einfach irgendwie aufhören zu reden und ein bisschen der Musik zuhören, weil ich... Die ist schon recht entspannt, aber... Es ist keine so gute Idee, einfach aufzuhören zu reden. Oh fuck, das wird knapp. Was wird knapp? Das wird knapp. Ich sehe es nicht. Ach so, Strom oder was? Nee. Ah, scheiße. Gegner? Ah, fuck. Nein. Warten. Oh Gott, das wird wehtun. Das wird wehtun. Was ist geschehen? Aua. Das Blei ist noch nicht angekommen. Oh, shit. Im Bett. Was? Komm, Blei, du komm kaputt. Schneller. Bitte. Oh Gott. Aber die Scorches konnten mit Blei schießen? Wir haben doch nur mit Blei geschossen mit bei denen. Nein. Was denn? Nein, die schießt mit Kohle und Pirate halt. Oh, shit. Dann wäre es ja einfach alles viel einfacher gewesen. Ah. Warum hast du... Ich glaube, du hast sie gerade mit den Scattern oder Luftgeschüssen verwechselt. Ich meine, sie heißen anders im Englischen und im Deutschen, was immer noch echt gar keinen Sinn ergibt. Komm schon. Ja, ist ja angekommen jetzt. Also, machst du das nochmal, schlag ich dich. Ey. Nicht der Gürtel. Häusliche Gewalt. So. Es ist echt angenehm, wenn man so zurückkommt, ne, von so einem Kampf und dann sieht, oh, die ganze Produktion ist ja stehen geblieben, ach. Die haben aber nicht geschossen. Ja, ich weiß, ich habe hier einen Fehler eingebaut. Das war das Problem. Ich bin halt keine Maschine. Die schießen halt immer noch nicht. Warum schießen die nicht? Eigentlich sollten die mit Kohle und Pyrathit... Oh Gott. Oh, sie kommen zu weit. Sie kommen zu weit, Julian. Nicht die Bohrer. Nicht die Bohrer. Nein. Warte, warte. So. Die haben auch keine Munition. Okay, also eigentlich schießen die mit Kohle und Pyrathit. Ja, ich habe ja gerade nochmal nachgeschaut. Also der erste Scorch hat Munition. Ich weiß auch nicht, warum die anderen keine bekommen. Eigentlich? Ach, weil da wahrscheinlich noch Kupfer drin ist.
Das ist gut möglich. Testen wir mal. Ja, es geht ja gerne weiter. Gegner. Oh. Ja, das ist schon deutlich effektiver. Aber da ist echt viel kaputt gegangen. Oh Gott, er brennt. Oder? Ja, gut. Okay. Das hat sich schon ein bisschen knapper angefühlt. Allein wegen Explosion. Aber so, ich denke, es wird nicht so knapp sein. Das sollte sicher sein hier. Das. Ah, passen die hier durch? Ich hoffe es mal. Lass uns mal auf Nummer sicher gehen und den Weg ein bisschen verlegen. Okay. Da steht noch irgendwas von Boss, also ich habe Angst. War der Boss? Was? Was? Ja, dass er irgendwann kommt. Hilfe? Wir konnten schon irgendwelche Drohnen machen. Air Factory, was können wir mit der Air Factory? Wir können Flare machen, Jürgen. Lass uns eine Air Factory benutzen. Braucht die nicht. Command Center können wir zwar nicht machen, aber ja, die brauchen ein bisschen Strom. Und ein Silikon scheinbar. Aber Strom ist gerade nicht so. Nee, stimmt schon, aber. Fällt dir was Besseres ein? Nee. Gut, also müssen wir Silikon machen. Und Strom. Sehr viel Strom. Wir könnten die Big Boy Mauern bauen. Die Big Boy Mauern, das ist auch eine Idee, aber wie lange hält das an? Weiß ich nicht. Warte mal, noch einen zweiten Combustion Generator, dann kommt da oben zu wenig Kohle an, aber es hat sich jetzt schon so hart aufgestaut. Ich denke, das wird kein Problem sein. Okay. Von wo können wir Kohle abzapfen? Nirgendwo. Hier oben ist noch ein kleines Vorkommen. Aber das wird nicht reichen. Hier ist noch richtig viel, aber das ist halt kritisch. Bisschen aus unserer Reichweite. Okay, es braucht 15 Silikon, ne? Ja. Das wird ewig dauern. Machen wir es einfach so. Ich hoffe, dass wir davon noch ein paar hinbekommen, weil es kann sein, dass wir gefügt sind. Ich mach mal andere Musik an. Die hier geht schon mittlerweile 2 Stunden. Warte mal, 2 Stunden? Hä? 2 Stunden, Wir streamen zwar erst seit 1 Stunde, aber okay. Ich akzeptiere das einfach mal. Nee, lass mal, das ist nicht so. So. Hoffen wir, dass der Strom ausreicht. Was ist das hier? Ah. Okay. Das hört sich doch gut an. Denke ich. Zumindest. Denkst du? Ja, ich denke ich. Hast du ein Problem damit? Du denkst du? Ich denke. Genau. Stell dir vor. Ja, das ist ein echt krasses Konzept, weißt du, denken. Boah, stell dir vor, das würden andere auch machen. Boah. Ja, ne? Wie die Welt dann aussehen würde. Boah. Also nicht so aus wie jetzt. Ja, da hast du recht. Ja. Passiert. So alle paar hundert Jahre. Ja. Funktioniert.
Direkt nächste Welle. Oh, sicher? Mhm. Okay. Ich hab da so ein gutes Gefühl. Mama, ich will die Flare-Unit haben. Oh, sie wird gebaut. Sie wird gebaut. Ist das ja, siehst du eine? Das? Weil man das ist zum Moment. Was macht die eine überhaupt? Flare. Die greift Bodengegner an. Oh. Mit Feuer. Eine wurde schon gebaut, wo ist die? Ui. Sieht genauso aus wie unsere Drohne. Ich glaube, die ist nicht wirklich besser. Ich meine, ich denke mal, sie ist mit Feuer. Würde jedenfalls den Namen justifizieren. Aber ich will auch so rumschweben. So, bist du so fancy? Warum kann ich nicht so rumschweben? Wir sind zu dumm dafür, Jörn. Darauf sind wir so fortgeschritten. Ah. Und da ist noch eine. Boah. Jetzt nur noch geil, wenn wir noch so ein Command Center machen könnten, weil dann könnten wir die auch noch richtig steuern. Aber dafür bräuchten wir 250 Silikon und das wird mit dieser Produktionsgeschwindigkeit nichts. Nee. Und besonders auf der Map hier wird das nichts. Oh, was erscheint in 5 Wellen? Oh, oh mein fucking Gott. Was? Das ist enttäuscht. Oh wow. Das sind aber Suizidbomber. Das hat sich ja richtig gelohnt. 2 Gegner ausgeschalten. Sollte uns vielleicht doch eher auf die Bodenfabrik konzentrieren. Die Bodenfabrik, ah, oh, die kostet 80. Okay. Warum mischst du das jetzt da rein? Weil wir 80 Silikon brauchen. Ja, aber egal. So krass ist unsere. Ich weiß. Unsere Produktion ist generell gerade. Naja, ne? Sag nichts Falsches, die ist toll. Wie lange sind wir auf dieser Map? Und in dieser Zeit, ne? Haben wir 1,5000 Blei gemacht, ne? Ja, aber nur weil wir es nicht wollen. Dass wir haben mehr Graphit gemacht als Blei. Halt's Maul. Oh, da ist noch einer. Oh, das wird. Warum sind da immer so viele Suizidbomber im Voraus? Kann sowieso nichts. Ich weiß, genauso wie unsere Suizidbomber. Oh, Schande. Du Schande. Welch Schande? Die sind Schande. Was machen wir eigentlich mit dem ganzen Blei hier? Keine Ahnung, ich würde sagen, du solltest es in Richtung Kern befördern. Nee. Lieber nicht. Oh, ich habe wieder 6,4000 Silizium. Alter. Warte mal. Du siehst ja diese Dinger da, ne? Was denkst du? Oh, du hast gerade viel freigeschaltet. Okay, ich glaube, dass du den Shit freischalten musst, damit wir es beide bekommen. Das war gerade sehr viel. Heilige Scheiße. Microprocessor, Illuminator, Switch. What? Message? Ich habe all unser Silikon gerade verbraucht. Okay. Und wir haben wieder 800. Oh, eine neue Drohne. Warte, Merkel, mines copper and lead deposit. Oh, das ist für die Crawler brauchen wir Kohle. Ah, es macht doch mal Sinn, Kohle zu meinen. Sollen wir vielleicht auf die andere Map nochmal raufgehen und dann da ein bisschen. Nee, Kohle auf der anderen Welt dann machen. Okay. Okay, direkt nächste, warte.
Guardian approaches. Oh. Björn, ich hab Angst. Mhm. Darf ich mal anmerken, wie perfekt unsere Kohleproduktion hier ist? Das darfst du. Jetzt wird sich's, glaube ich, nicht mehr sein. Oh, das sind Solarpanels. Das sind Solarpanel. Oh. Okay. Die sollen einfach nur ein bisschen die Batterie auffüllen. Für den Fall, dass wir aus irgendeinem Grund nicht genug Strom haben. Das wäre jetzt aber auch kein Weltuntergang. Oh nein, das wäre kein Weltuntergang, aber ich will trotzdem, dass wir sicher sind. Und ich meine, wir wollen noch auf Ground Units gehen, was wahrscheinlich jetzt, da ich unser ganzes Silikon für Solar Panels verbraucht habe, erst recht nichts wird. Nee. Holy shit, die Batterie ist direkt alle. What the f- Oh, Batterie ist alle. Wir haben keinen Strom mehr. Ja, okay, die letzte Welle werden wir auch überleben. Ab geht's, Alter. Oh. Puh. Ja, denn. Gegen schwache Munition, aber wer benutzt. Holy shit! Nein, nein, das wird nichts. Das wird definitiv nichts. Die schießt nicht auf den. John, schnell. Luftabwehr. Wir haben keine richtigen. Ah! Oh oh. Blei funktioniert nicht. Graphit als Duo. Oh, scheiße. Du kannst auch Schrott benutzen. Okay, ich habe was in der Nähe unserer Base aufgebaut. Die hat keinen Damage bekommen. Ballern normale Töts, die Doppelgeschütze da. Knall da mal Graphit rein. Wir brauchen Graphit in den. In wen? Warum willst du. Was willst du mit Graphit machen? John, lese doch einmal mal durch, was ich da geschrieben habe. Was da steht. Oh. Ja, gut. Lesen nicht so deine Stärke sein, oder? Was, ich hab die Nachricht nicht gesehen. Wir sind am Arsch. Können wir den abschießen? Nee, ne? John, jetzt versuch nicht aufzugeben, sondern hilf mir mal bitte. Ich hab noch was abgebaut. Wir machen ihm Schaden, wir machen ihm Schaden. Greif ihn an. Meine Ablenkung ist die Hilfe, die ich dir gebe. Und ich bin tot. Okay, jetzt soll er mal runterkommen, Alter. Das überlebt er nicht. Ich stehe hinter die Barrikaden hier und kommt er schnell runter. Nicht hinter die, denn dann zerstört er die Turrets. Komm schon. Oh Gott, das brennt alles. Er soll mal runterkommen, ich will wissen, wie effektiv die Turrets sind. Das sind. Schieß mal nicht mal auf den. Alter. Jo. Okay. Ja gut. Wie viel Schaden machen die bitte mit Graphit? Da steht nur, dass die gegen Bosse dann effektiv sind. Nein, du kannst. Bei Duo kannst du noch gucken, wie viel Schaden machen. Okay, also die schießen 40% langsamer. Was war das? Graphit. 18 Schaden. Das stoppt zu viel Kupfer, aber das macht keinen Sinn. Vierfache aber Munition, Multikater. Ja. Munition ist halt. Wir bekommen halt mehr Munition dadurch, ne? Okay, John. Den Sektor können wir sowieso jetzt irgendwie verabschieden. Ach, ich will hier raus. Der ist sowieso scheiße. Ich will hier raus. Aber kurz mal in die Forschung schauen. Haben wir jetzt irgendwas? Ja, lass uns kurz in die Forschung schauen. Hier. Brennofen. Pulverisierer. Verbrennungsanlage. Schmelzer. Oh, Titan. Oh. Oh.
Boah. Warte, oh. Warte, bin ich gerade blind? Und. Hey. Ich hab's mal extra, Jetzt wird's mir angezeigt. Zerstörer. Turbinengenerator. Feiner Sand. Flüssigkeit. Scrap into Slag. Warte, was ist der Schmelzofen oder was auch immer das da ist, links? Sand und macht Blei zu Metaglas. Nein, das drei darüber, meine ich. Denn. Verbrennungsanlage? Ja. Der vernichtet einfach alles, was du nicht mehr brauchst. Damit du... Nein, drei darüber, Jörn. Noch ein weiter da oben. Das ist der Schmelzer. Ja. Ja, Schrott macht halt Schrott weg und um Schlacke zu bekommen. Wofür? Aber wir brauchen halt doch keine Schlacke. Was soll das? Schlacke. Schlacke. Scheiße. Schlacke. Schlacke? Schlacke. Schlange. Schießt mehrere Schüsse gleichzeitig auf weit entfernte Gegner. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Oh. What? Was kostet das denn? Titan. Aber sonst günstig. Was schießt der? Pyranid, Graphit, Silizium, explosive Mischung, Plastanium. Ja, okay. Ja, aber der schießt aber auch nur auf Bodengegner, ne? Flächenschaden. Das Salve, was macht Salve? Ja, okay. die Luft, das Luftding hat aber auch Flächenschaden, ne? Ja. Salve hört sich auch nice an. Jo, das haben wir einen Rapid Fire Turret. Und HI? Ey, sag das nicht nochmal so, Julian. Hail, was? Hail? Ja, ich wollte extra vorsichtig sein. Mhm. Aber so schlimm ist das Wort ja eigentlich auch nicht. Wenn man es nicht im Zusammenhang mit einem anderen eigentlich Wort. Nicht, aber. Aber. Ey, man meint ja, Alter, holy fuck, meint man schnell. Jo, seit wann ist das so schnell? Guck das, boah, Alter, John, komm mal dazu, mach das auch. Seit wann ist das so schnell? Gotta go fast. So können wir einfach am Anfang easy Kupfer farmen. Das hätten wir vielleicht mal machen sollen. Holy shit, ist das schnell. Obwohl du nämlich direkt neben dem Kern bist, ist es extrem langsam. Ja, dann schon, aber so. Naja, egal. Lass uns von dieser Map verschwinden. Ich will die nicht mehr sehen. Ich will eine andere sehen. Wo wollen wir hin? Also, es waren jetzt die Krater, ne? Aber schon mal so eine Frage. Wollen wir den ganzen Planeten machen? Ich wüsste nicht, ob ich darauf Bock hätte. Also, Optimierung ist so eine Sache, ne? Also. Ich will auf jeden Fall das Spiel echt weit spielen, ne? Ich will es wenigstens durchspielen. Ja, aber nicht den ganzen Planeten. Nicht auf 100%. Ich meine, wir müssen immer nur eine gewisse Anzahl an Wellen abschließen, ne? Trotzdem. Irgendwann ist es zu viel. Irgendwann ist es zu viel, da hast du recht. Beim Frozen Forest mal ein bisschen weiter. Beim Frozen Forest. Was willst du denn jetzt noch machen? So ist. Hier in der Nähe, meine ich. So, ja. Lass uns in das sandige Gebiet rein, nach unten. Oder warte. Gibt's hier irgendwas auf niedrig? Auf Mittel, hier. Wollen wir Mittel machen? Ja, lass Mittel machen. Ab geht's. Oh! Ach du heilige Maria Gottes. Oh mein Gott, ist hier kein Kopf. Oh Gott. Jo, das ist ein Strand. Ist das Wasser? Das ist Wasser, ja. Jo, what the fuck? Großer Solar Panel. Warte, das ist eine gigantische Map. Wie viele Spawns sind hier bitte? Bisschen mehrere.
Ich meine, es kann sein, dass es mehrere gibt, aber... Was ist das denn hier? Was ist was? Was für das? Das war auf der ersten Map auch schon. Ich weiß nicht, was es ist. Nee, es gibt, glaube ich, nur einen Spawn. Okay. Was, 25 Wellen? Das ist echt viel. Was ist das hier? Okay, ich habe den Spawn gefunden. Großes Solarpanel. Ja. Also wir starten schon mal mit ein bisschen Verteidigung. Das ist schon mal gut. Okay. Okay, ich bin nah genug am Kern dran, um das direkt zum Kern zu befördern, also. Oder warte, hier ist ein einziges Bleivorkommen. Bau direkt die guten Drills. Okay. Oder ist es zu wenig dafür? Du weißt schon, dass wir Graphit dafür brauchen, oder? Da war was. Fuck. Ist aber auch kein Problem. Ich meine, für die brauchten wir Blei. So. Komm schon. Ja. Und das sind die Titanium-Conveyor ja freigeschaltet. Ich habe einfach alles freigeschaltet. Payload-Conveyor. Yo. So. Dann machen wir doch gleich mal. Oh, das ist. Ich wollte gerade hier unten das upgraden. Oh, dann. Ja, okay. Das braucht gerade echt lang, um das zu vollständigen. Mhm. Geht doch. Weißt du, was mich gerade echt interessiert? Was denn? Wie viele gerade Mindestry streamen? Das würde mich auch tatsächlich interessieren. Ich meine, es ist ein echt tolles Spiel, aber ich habe noch nie gesehen, wie jemand auf Twitch Mindestry streamt. Es gibt nur drei Leute. Nur drei Leute? Wir sind die einzigen im Deutschen. Holy shit. Na gut, das wundert mich jetzt nicht wirklich, dass wir die einzigen im Deutschen sind, aber... Ist aber an sich nicht schlecht. Als wenn das irgendwas sucht. Ja, ne, das ist schon recht gut. Wie viele bei Pokémon Y? Ja, werden es auch nicht so viele sein. Aber ich denke mal mehr als drei. Ey, das sind auch echt nicht so viele. Aber wir sind die einzigen, die ein gutes Overlay haben anscheinend. Die anderen haben da echt eine Scheiße hingeknallt. Oder haben gar keins. Ja gut. Zuschauerzahlen sind aber auch zwischen 0 und 6. Ja. Passiert. Naja. Wir sollten vielleicht anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, was wir, wenn wir Pokémon durchhaben und wir mit Mindestry fertig sind, spielen. Factorio oder so, mal schauen. Factorio wird wahrscheinlich deutlich. Ah, Factorio. Factorio werden wir wahrscheinlich aber auch nicht. Ja, Factorio schon. Ist auch nicht so viel, aber schon guter Platz. Factorio sollten wir uns vielleicht auch erstmal richtig kaufen. John, was hast du gesagt? Nichts. Besser ist das. Buch. Wir brauchen ein paar mehr Mods, damit wir es wirklich länger spielen können, weil ich weiß, wie viel Ausdauer du hast mit dem Spiel. Das ist aber verständlich, oder nicht? Ja, das ist verständlich. Wann wird das jetzt zerstört? Ja. Keine Ahnung. Frag mich anders. Okay. Aber du warst der Einzige, der in der Nähe vom Kern war. Nee. Ja. Doch, ich war gerade hier vorne und hab mir gedacht, oh hey, das ist aber schön hier. Nee, du erzählst Lügen.
Fick dich. Fick du dich. Nein, fick du dich. Gibt es hier Titan? Sag mir, es gibt Titan. Es gab hier, glaube ich, keinen Titan. No. Nochmal. Das ist... Ich meine, wir haben Müll. Wow. Wir haben Müll. Hm? Stell dir vor. Toll, oder? Das ist richtig toll. Ja, das ist echt toll. Aber wir haben Wasser. Forschen. Ja, wir hatten irgendwas, was da. Was denn das? Turbine. Und wir können Metaglas bauen. Ja, stimmt, das können wir. Oh ja, das sollten wir machen. Ich hab ein bisschen was frei, ne? Blei und Sand brauchen wir. Aber Verteidigung wäre, glaube ich, erstmal ein bisschen wichtiger. Das stimmt. War das ein Luftgegner oder war es ein Bodengegner? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's wirklich echt nicht mitbekommen. Erstes Mal. Okay. Bleib stehen. Das sind durch. Komm, das macht die kaputt, Junge. Ah, kaputt. Ist er kaputt? Er ist kaputt, Junge. Junge! Junge, ist so ein Feuerball. Was ist das denn hier? Nachschaut. Ich dachte schon. Ich dachte, das wäre irgendwas Interessantes. Habe ich die 25 Kupfer weg damit? Wow. Was? Es fehlt gerade mit. Oh, wir haben nicht mit Blei. Wir sollten vielleicht mal eine Bleiproduktion bauen. Das wäre ganz gut, glaube ich, ja. So. Blei wird befördert in Richtung Kern. Das ist doch toll. Das ist echt toll. So. Brauchen immer noch mehr Blei. Das sind 4 Drills, die jetzt daran arbeiten, uns Blei zu besorgen. Das ist echt scheiße wenig. Und wir brauchen mehr Graphit. Das sollte noch eine weitere Graphitpresse besorgen können. Platziere hätte man noch eine hin, wenn ich genug Blei habe. Wenn wir genug Blei haben. Komm, das wäre knapp. Ja, okay, ich schaff das noch. Was? Gegner? Was? Nee, das hier, was ich hier umbaue. Es sieht so aus, als wenn die gleich nach links gehen würden. Scheiße. Ah! Scheiß Schockwelle. Ah Gott. Ach Mann. Was jetzt? Sicher, dass du es noch in der Zeit schaffst. 1,44? Was zur Hölle? Hä? Was für eine Zeit? Die Welle ist einfach vorbei. Die sind aber beide hochgegangen, warum auch immer. Warte mal. Ich sehe so einen kleinen Fleck oben rechts auf der Karte. Wir wissen, ob da irgendwas ist und wenn ja, warum. Und? Ja, hier ist was. Hier ist genau das, was angezeigt ist. Hier ist kein Schatten. Also ich meine, hier ist Schatten, aber... Ne? Ich weiß nicht, warum das hier ist. Da war wohl jemand nicht sehr fleißig bei seiner Arbeit. Oder das soll so? Ich glaube nicht, dass es so soll, weißt du? Sicher? Ja, ich bin mir recht sicher. Weißt du? Es ist echt komisch, dass es da ist. Also... Jetzt werde ich mir das Spiel kein zweites Mal kaufen. Wow. Die haben keine gesunde Arbeit geleistet, also tut mir leid, das geht nicht. Das war ein kostenloses Spiel, Flame. Ja, die haben noch 5 Blöcke vergessen auszumalen, dunkel zu machen. Erstmal
Das gibt eine negative Bewertung bei Yell oder Yap, keine Ahnung, wie es hieß. Ja, okay, ja. Ist ja nicht so, als wenn die sagen würden, ja, okay, also wenn ihr wollt, könnt ihr das Spiel auch einfach gratis nehmen oder man kann seinen eigenen Preis festlegen oder so. Es war zu günstig. Da ist Sand, da ist Blei. Das ist doch toll. So. Ja, die ganzen Minen hier, ne, die verbrennen die ganze Zeit ihr Kupfer. Ich weiß gar nicht warum. Mal sagen, die sind voll. Sollte das ein bisschen besser verteilen. Dann sollte auch nichts mehr. Natürlich habe ich vergessen, das Förderband zu verbinden. Perfekt. Jetzt sollte nichts mehr verbrannt werden. In letzter Zeit denke ich wieder darüber nach, mit Naruto anzufangen, aber ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe. Weißt du, ich will dich nicht fragen, wie du darauf gekommen bist, weil das ist eigentlich ein recht gutes Gesprächsthema, wenn ich darüber mehr Ahnung hätte, aber wie bist du darauf jetzt gekommen? Keine Ahnung, ich hatte dann irgendwie wieder Bock drauf, aber ich weiß selber nicht warum. Also, solange du nicht wieder durch das Haus rennst und die ganze Zeit Naruto schreist, ne? Ey, was soll das denn heißen? Das soll heißen, ist wie beim letzten meinten soll, Jürgen. John, was soll das denn heißen? Das ist einfach die Wahrheit, ich bin halt Naruto, Mann. Hast du irgendwas dagegen einzurichten? So, was dagegen? Nein, habe ich. Ja, dann halt einfach deine Schnauze, John. Jürgen, das war nicht gesund. Du bist nicht gesund. Das kannst du nicht einfach. Was sollen die Leute denken? Welche Leute? Die fünf Leute, die hier gerade drin sind, oder was? Ja, genau die. Was sollen die davon denken? Ja, das ist denen überlassen. Warum mache ich mir das eigentlich so kompliziert? Das ist eine gute Frage. Und das Ding ist, ich hab wieder vergessen, was ich machen wollte. Also, wie ich das Konzept zur Lösung... Ich mach's einfach so. Genau. Problem gelöst. Oder tut sich jetzt ein paar... das nächste Problem ist Strom. Das lässt sich aber einfach lösen. Ich weiß. Besonders weil er direkt in dem Cooler ist. Ich überlasse die Lösung des Problems trotzdem dir. Weißt du, ich habe schon eine Weile nichts von den Gegnern mitbekommen. Ich auch nicht. Verteidigung, das macht mir irgendwie an. Verteidigung scheint recht gut zu sein da oben. Die Scorches sind fucking awesome, aber es macht mir trotzdem irgendwie ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ich meine, das ist Welle 6 von 25, ja, aber... Miep. Miep? Miep. Und wir haben bisher auch die ganze Produktion auf hier unten begrenzt, habe ich das Gefühl. Ich meine, wir sind aus unserem kleinen Loch immer noch nicht rausgekrochen. Ey, ich hab schon einen ganz großen Schritt nach draußen gemacht. Ja, hast du, aber wir machen halt irgendwie nichts anders. Und ich hab, warte, hat er schon das Metaglas erforscht oder müssen wir das erst noch zum Kern bringen? Okay, es wird schon freigeschaltet. Eine mechanische Pumpe können wir jetzt machen. Thermischer Generator.
Ein logisches Display. Boah, die Zukunft. Eine Welle. Und ein... Oh. Schießt Flüssigkeiten auf Gegner. Löscht Feuer automatisch, wenn Wasser als Munition verwendet wird. Uiuiui. Jo. Ja? Jo. 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 Verbind das andere Mana. Oh. Oder so. Ich werde ein bisschen weiter auf Dingensproduktion gehen. Grafit. Julian, du hast dir was kaputt gemacht. Kaputt? Komm mal nach hier unten. Fällt dir irgendwas auf? Oh. Warum wurde da keine Kreuzung automatisch platziert? Ach, scheiße. Oh. Ups. Weil da Teiler waren. Und da keine Kreuzung platziert. Oh. Weißt du, das ist einer der Gründe, warum ich das mit Steuerung nicht benutze. The fuck, das ist kein Grund. Das ist ein Grund. Zerstörung. Zerstörung ist ein Grund. Ja, wenn du nicht aufpasst und das halt... Ja! Und wenn ich das benutze, passe ich nicht auf, das ist es ja. Ah, Gott, nein, was habe ich getan? Fucking... Mach eine Kreuzung hin. So, jetzt. Das war gerade nicht das Problem. Ah, fuck. John, was tust du denn? Ich versuche zu helfen und mach's nur noch schlimmer. Ja, Das ist keine große Hilfe. Danke, ich hab's gemerkt. Gut. So, ich werde auch noch gut was an. Ich werde versuchen, ein bisschen Kohle hinzutransportieren. Weil Kohle brauchen wir jetzt auch noch für so ein paar Dinger. So. Braucht eine Pyratit eigentlich noch für irgendwas? Wir haben eine recht große Position. Wir haben noch 9000 übrig, also ich weiß nicht. Wir werden es irgendwann wahrscheinlich mal brauchen. Auf der Welt müssen wir eigentlich theoretisch nur das hier, also Metaglas, wirklich heftig. Ja. Aber wir können auch was anderes machen. Und siehst du, wieder ist Sand nützlich. Du hast mich verurteilt dafür, dass ich Sand so sehr mag, aber es ist für alles gut. Wir brauchen es überall. Aber nicht da, wo du es hattest. Doch. Du hast gesehen, wie nützlich er später wurde. Und wir haben da die größte Pyratit und... Na gut, die Graphitenproduktion ist akzeptabel. Wir haben da die größte Pyratit-Produktion auf dem ganzen Planeten. Weil wir die einzigen auf dem Planeten sind. Ganz genau! Aber wir stecken nicht einfach einen Stock in den Sand und gucken und sagen, hey, ich habe das größte Gebäude gebaut, mach's besser. Und beschweren uns dann, weil irgendwer anders einen Stein daneben legt. Okay, John. Ich bewundere ja dein Temperament, aber... Wir werden dieses Land wieder richten. Make America great again. Genau. Okay. Ich glaube, der Strom reicht nicht aus, oder sind die Ressourcen, die gerade nicht reinkommen? Nein, es ist einfach nur voll gewesen. Okay, ja, der Sand kann durchkommen. Was machst du jetzt mit dem, John, weniger Fragen, bitte. Okay. Ich hinterfrag dich schon nicht. Ich glaube, die Musik ist wieder ziemlich laut. Das kann sein, warte mal, lass mal gucken. So, jetzt habe ich es leiser gemacht. Ich habe gerade erst den Stream pausiert.
Okay. Oh, ich würde die Musik als akzeptabel einstufen. Ja, weil ich die gerade leiser gemacht habe. Oh! Ja, ne? Also. Unsere Metaglas-Funktion ist so hoch, dass wir schon einen zweiten Conveyor dafür machen müssen. Jo. Aber Metaglas brauchen wir auch irgendwie für alles, oder? Ja, und da diese Welt eigentlich hauptsächlich dafür da ist, gerade bei uns. Metaglas, Silikon. Wir sollten auch irgendwo wieder Silikon produzieren. Metaglas, Silikon. Silikon, Kohle. Ja. Gott verdammt, wir könnten da noch einen Schmelzofen hin machen. Ah. Ey, kannst du die mechanische Pumpe kaufen? Kaufen vor allem. Ja, kaufen. Wir stopfen da 400 Kupfer rein. Leitungsrohr. Fuck. Oh und Gott. All unser Metaglas ist weg. Das heißt, wir brauchen noch ein viertes. Hey, warte mal, ich kann da noch was kaufen aus irgendeinem Grund. Ich kann da noch was holen. Ich habe noch 500. Ja, wir können noch die Brücke dafür kaufen. Genau. Ich weiß aber nicht, ob ich das dann auch kriege. Nein, ich glaube nicht. Wo ich es nicht verstehe. Na, egal. So. Wir können noch eine machen, verdammt. Oh. Okay, es reicht gerade so aus, was Blei angeht. Aber theoretisch, wenn wir noch mehr Blei machen. Was für ein nices Zeug könnten wir denn schon mit Wasser machen? Eine Turbine. Eine Turbine. Ein Turbinengenerator. Oh. Was sind wir da? Was ist das für ein Tab? Wofür ist der Tab? Was soll der Tab? Welcher Tab? Na, der ganz unten rechts, dieses gezackte Viereck. Mit dem Switch. Schalter, so. Nachricht. Ich meine, das wird wahrscheinlich ein Computerchip darstellen, aber. Never mind. Cryofluid Mixer. Und die Nachricht. Das brauchen wir. Das ist gut. Und es gibt ja auch noch einen Online-Modus hier. Einen recht großen tatsächlich. Online-Modus, was? Der Multiplayer halt. Ja, das sollten wir vielleicht auch irgendwann mal spielen, wenn wir alles freigeschaltet haben. Nee, das ist scheiße. Ich hab das einmal gemacht, das war echt scheiße. Aber PvP könnte recht interessant sein. Das könnte recht interessant sein, da hast du recht. Okay. Ich glaube, Wasser war echt einfach nur hauptsächlich da, um jetzt die Turrets zu boosten und halt um Cryofluor zu machen. Was auch irgendwie und, da einfach nur da ist, um Turrets zu boosten. Und Strom zu machen. Ja, das auch. Okay, ich wollte gerade schon fragen, ob wir Titan haben, aber die Frage hat sich geklärt, wo ich schon das erste Mal gefragt habe. Ja, ich glaube auch. Kanalbrücke. Angst. Kanalbrücke? Brücke. Brücke. Ja, hast du ein Problem damit? Nein, habe ich nicht. Ja, hoffe ich doch. Finde ich gut. Ich sollte vielleicht auch mal Silizium machen, aber irgendwie habe ich da gerade keinen Bock drauf. Du hast keinen Bock auf Silizium? Warum hast du keinen Bock auf Silizium? Was hast du gegen Silizium? Keine Ahnung. Was wird schon so kaputt, dass wir hier rum sind? Silizium ist der coole Bruder von Sand. Oh, was ist das für ein Tür, was wir erforschen können? Ach, das ist die Welle. Die Welle war das. Die Welle? Die schießt Flüssigkeiten. Der Arm ist mal wieder. Boah. Oh, pass auf, das ist ein Wasser-Pokémon. Unsere Silizium-Produktion ist. Auf welcher Welt haben die so verdammt groß gemacht? Mal nach. Wir haben so schnell wieder 13.000 gehabt. Na, guck mal nach, wo wir die so gemacht haben. Ja, das könnte ich mal machen.
Wo kann ich das nochmal genau schauen? Du gehst auf Statistiken. Ja, muss ich doch extra auf die Welt gehen für, oder nicht? Nein. Nein, das steht da unten. Doch, ich muss. Das zählt nur für die eine Welt dann. Ja. Gut, ich hab gedacht, du meinst richtig reinjoinen. So im Grunde. Da machen wir gerade 1,2000 Kupfer pro Minute. Aber das ist schon voll da. War das hier? 200 Silizium pro Minute, 160 Pyranit pro Minute, 80 Sand pro Minute. Das ist eine gute Produktion, ja. Aber es geht besser. Hier haben wir nochmal 200 Silizium pro Minute. Und hier, ne? Hier wird's gleich richtig abgehen. Womit? Mit Metaglas oder was? Guck mal hier rüber. Oh, shit. Was machst du da? Hier noch, warte, ich brauche noch Kohle dafür. Ach, du willst ein Silizium ver... Oh Gott. Oh. Hell no. Ja. Okay, dann mache ich das gleich mit Metaglas. Okay. Challenge accepted. Das habe ich definitiv nicht falsch ausgesprochen. Nee, überhaupt nicht. Challenge. Gott. Challenge. Challenge. Challenge, Alter. Challenge. Indian Tactic Support. Sei leise. So, ich muss jetzt mir die ganze Kohle nach hier drüben bringen, ey. So. Sollte ein bisschen gemischt werden. Okay, dann raste ich auch absolut aus. Gut, mach das! Ja. Pass nur auf. Ich muss doch Strom produzieren. So, warte, wo war der Shit? Oh, fuck. Ich werd dich überbieten werden. Du kannst mich nicht davon abhalten. Ich werde dich rasieren. Ich werde dich rasieren. Mit Gillette. Nein, mit Silikon. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Akzeptiere ich nicht. Okay. Wohin soll? Was soll das denn jetzt? Das oder was ganz genau, was es soll? Nee. Habt ihr nicht zugehört? Das macht sich besser. Doch. Nee. Doch. Fick dich. Fick tu dich, mehr. Nein, fick tu dich. Fick dich immer dann, mehr. Fick dich doppelt so hart. Boah. Das hat dich jetzt auch auseinandergenommen. Ja. Da muss ich wohl, da muss ich wohl nachgeben. Ja. Ist das Blei hier unten? Ja. Brauchst du noch ein Stück Eis für den Burn? Ah. Eis. Ja. Für den Burn. Mann, bin ich froh, dass du mich nicht schlagen kannst. Ja, eines Tages. Irgendwann. Eine Strichliste dafür führen müssten, ne? Oder würden. Wir würden uns aber nur bügeln. Was für ein Problem damit? Ich meine. Ja, tatsächlich habe ich das. Oh, shit. No you.
Wir sammeln zusammen fucking Silikon-Meter-Glas. Meine Güte, geht ab. Oh Gott. Explosive Units. Oh, was? Fuck! Wie sieht's da oben aus? Sollte auch mal schauen, wer. Oh. Ist alles weg, oder? Naja, die haben keine Nein. Oh, die Munition wurde abgetrennt. Oh. Oh, shit. Ich hab die gerade frisch gebaut. Heul nicht rum. Doch. Heul nicht rum. Das war teuer. Ja. Das war mein letztes Taschengeld, Julian. Kauf dir neues. So funktioniert das nicht. Doch. Nein. Wenn das so funktionieren würde, hätte ich das schon gemacht. Nee, du bist aber zu arm dafür. Fick dich. Zu arm, dir Geld zu kaufen. Gratulation. Mama, der mobbt mich. Mhm. Das ist mein Ziel. Hm. Gott, ist das ein... Achso, das ist Luftfabrik. Oh, ich dachte schon. Okay. Unsere Verteidigung sollte hier oben wieder halbwegs sicher sein. Okay. Die haben Schutzschilde, die Teile. Ja. Bitte was? Hey, das ist meine Kohle, die ich nicht brauche. nee, jetzt nicht mehr. Wow. Ja. Verteiler. Der Strom. Energie. So, jetzt geht's aber wieder ab, Alter. So. Gott. Gott, ist das viel. Verteiler. So, das sollte jetzt recht gut funktionieren. Noch ein paar davon, dann geht's ab. Ich brauche mehr Blei. Tja. Oh. Huch. Huch, Alter. Warten. Na, kein Wunder, dass die nicht genug Blei kriegen. Die Conveyor sind absolut überfordert. Oh. Weißt du... Ich glaube, ich habe jetzt ein kleines Problem. Warum? Naja, ich weiß nicht, wie ich das ganze Zeug nach unten bekommen soll. Das sieht so aus, als wenn da nicht wirklich viel Platz wäre. Nee, wenn mein Metaglas gleich fertig ist, auch nicht mehr. Na, ich habe noch einen Weg gefunden. Oh, shit. Nein, warte, das funktioniert nicht. Nein, 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 nein.
Oh, das ist nicht gut. Ich finde noch einen Weg, aber. Der ist AIDS. Ich weiß nicht, wie ich so viel Metaglas noch transportieren soll. Okay, ich krieg alles transportiert. Ich habe ein sehr, sehr widerliche. Ich habe eine echt widerliche Lösung gefunden. Oh Gott. Siehst du, was ich machen musste? Siehst du, was ich machen musste wegen dir? Hier unten passt es gerade noch so. Bei mir. Es ist schlimm. Weil ich sehe noch. Ich sehe einen Weg, den du noch gehen. Nee, den kannst du nicht gehen. Doch, den könntest du gehen. Aber das wären halt so hier. Es gibt noch einmal von oben, kannst du dich einfach so gerade durch und dann so ein bisschen herlang. Kaum noch Platz unten dran. Das da reißt ja mal ab. Haben wir gerade einfach einen Weg gebaut. Problem ist, die Graphitproduktion ist eigentlich mitten im Weg, aber es wäre nicht so gut, die abzureißen. Ich guck mal oben nach der Verteidigung. Oh shit, da kommt ein großer Roboter direkt auf uns zu. Nicht gut, denke ich. Na, gar nicht gut. Nein! Die Ecke! Das war legit das Einzige, was er zerstört. Er hätte nur eine einzige Ecke zerstört und dann war's das. Oh wow. Wie sieht das bei der Verteidigung oben bitte aus? Es wird schon wieder der Weg zur Munition zerstört. Nein. Fuck. Ha? Was Kreuzung. Ist? Kreuzung. Jörn, es kommt nicht genug Strom an. Könntest du dich darum kümmern? Ich muss mich gerade immer im Metaglas kümmern. Kann ich. Ich meine, du hast deine Batterie hinplatziert. Jo, ups. Du hast nicht mal einen Generator hinplatziert. Hoppla. Du hast aber nur eine einzige Batterie dahin platziert und das war's. Okay. Es funktioniert gerade so mit meiner Metagas-Produktion. Oh fuck, der Strom geht auf Scheiße. John, brauchst du wirklich die ganze Kohle da? Warte, das kann ich dir gleich sagen. Ich gönn mir mal was davon. Hallo? Ich brauche mehr Strom. Nimm dir das von denen hier. Das hier wird nämlich kaum aufgebraucht. Das funktioniert doch trotzdem noch bei dir. Richtig arrogant. Oder wir machen mal Turbinen-Action, Alter. Pumpe. Da. So, das sollte auch funktionieren. Wann ist bitte Sand zum Kern gekommen? Wann ist da Sand zum Kern gekommen? Ja, okay, die Turbinen sind gar nicht mehr so scheiße.
Ich hab übrigens, bin ich auch sehr erstaunt. Okay, die Energie junge ich mir auch nochmal. Ich will nicht sagen, dass da ziemlich gar nichts überbleibt, aber ne? Die produzieren irgendwie nichts. Jedenfalls, was ich gerade sagen wollte, ich bin sehr erstaunt darüber, dass der Sand hier oben nicht ausreicht. Ich meine, es kommt konstant was durch, aber... Oh fuck, bei mir geht es dann auch aus. Aber wenn ich meine Sandproduktion erhöhe, stockt die Produktion oben wieder. Problem hier ist, ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Ich meine, ja, ich könnte von oben einfach noch mal ein bisschen was ranbauen, aber bringt das wirklich so viel? Weiß ich nicht. Wir sollten regelmäßig nach da oben gehen und ein paar Mauern erneuern, weil da werden immer wieder welche zerstört. Mindestens zwei. So, mal sehen, ob das irgendetwas bringt. Nein, tut es nicht, weil es nicht mehr in den Sand hinzufügt. Der Sand staut sich da einfach nur an. Es sind keine Lücken, aber er kommt trotzdem nicht schnell irgendwo hin. Ich würde mal sagen, wir brauchen Titanium-Förderbänder, aber das wird gerade nichts. Ja, und Titanium ist schwierig, ne? Ja, besonders wenn du kein Titanium auf deinem hast, ne? Okay, unser Titanium ist unser Metaglas ist gerade voll. Und weißt du, was wir gleich bauen? Unser Titanium ist voll, das ist toll. Was bauen wir denn gleich? Einen besseren Kern. Einen besseren Kern, das hört sich nice an, aber das ändert nicht, dass wir da unten keinen Platz haben. Nee, aber dass wir mehr Storage haben, damit wir noch mehr Metaglas haben. Ich schau mal kurz, wie hoch die Pool. Ich schau jetzt mal, wer gewonnen hat, theoretisch, ne? Mhm. Auf welcher Map sind wir denn gerade? Da, die, oder? Da, wo das Ausrufezeichen ist, ja. Ja, Mann. Aber wie? Mit 120 mehr pro Minute. Oh, sake. Das liegt nur daran, dass wir kein Titan hier haben, ja? Tja, hätte ich Titan, würde ich mal das, könnte ich das auch noch weiter auswechseln. Ich meine, guck mal, das sind nicht alle am Arbeiten. Ich kann nicht mehr Sand dazu tun, weil die Produktion sonst überläuft. Ja, bei mir ist genau dasselbe. Mann. So, wo war der gute Kern nochmal? Da ist er. Uns fehlt Blei? Uns fehlt einfach Blei. Ja, das war unerwartet, aber... Hilf mir mal. Hilf mir mal bitte. Jemand. Mit Blei. Wir brauchten 3000, oder? Ja. Warum machen wir das so? Warum? Weil es schnell genug geht. Einfach die Blei-Produktion. Das geht. Weil wir hier keine. Das geht halt nicht mehr. Ich meine. Okay. Es ist weiter oben irgendwo was und wir können das eigentlich an. Das ein. Oh. Du musst es schon mal nicht wegmachen, oder? Das ist ja okay, gut, doch. Alles klar. Wir sollten noch in der Lage sein, das hier ranzuführen. Ich meine, das geht dann über deine Metaglasproduktion, oder? Was? Nein, wir können das so lang führen, dass Amne über die Metaglasproduktion dann hier anschließt. Stimmt. Wir haben wirklich nur so wenig. Oh. Ja, davon ab, dass unsere hauptsächliche Bleiproduktion einfach in Metaglas reingepumpt wird. Ignorieren wir mal, dass wir nur vier davon haben, die wirklich bis zum Kern gehen. Ja, gut. So. Haben wir schon mal drei mehr? Forschung. Genau, Forschung. Welle. Danach kommt das. Die Welle. Tags. Benutzt einen Traktorstahl, um Gegner heranzuziehen und will haben, Mama. Yo! Was kostet das Ding?
Parallax, der Titan, verbraucht. Was? Nur Strom? Oh! Echt nur Strom? Ja. Jo. Aber echt viel, 180. Die Turbine macht zwar das Doppelte, aber trotzdem. Also ich muss sagen, ich will das Ding, was Graphit verschießt, sind den Ripple, wie er im Englischen heißt. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt, aber dieser richtig fette schwarz-orange Kanone. Oh, was schaltest du da frei? Oh, Hilfe. Oh, was ist das alles? Alles, was wir gerade freischalten können. Warte, war das? Da war ein Big Solar Panel bei oder so, ne? Keine Ahnung, ich habe einfach alles erlernt. Jetzt können wir Logic Display. Jetzt können wir gerade nicht mehr erlernen. Ist aber schon ein gutes Stückchen, was wir hier haben. Also, wir müssen die Runes Shorts freischalten, damit wir von der Air Factory was bekommen. Addictive, okay. Ja, ich denke mal, das nächste wird damit nur irgendwo erobern sein. Thorium. Thorium? Thorium, ja. Donnergott? Hallo? Wie macht man denn? Wie hat man nochmal Schlacke gemacht? Schrott verbrennen, oder nicht? Ja, womit denn? Achso. Mit dem Schmelzer, laut euch. Thermal Generator, nein. Ja, hier, Schmelzer. Metall. Den habe ich mir größer vorgestellt. Ich gehe mal kurz oben gucken. Ich habe Angst. Okay, also wir überleben es noch, aber es wird immer weiter beschädigt und aus den festen zwei Dingern, die auf jeden Fall zerstört werden, sind mittlerweile so 7 geworden. Und ein Turret. Oh. Also sollten wir eventuell... Oh, Schlacke, warte mal. Wir sollten vielleicht mal das ganze neue Zeug produzieren, damit wir vielleicht was Neues freischalten, ne? Jetzt kriegen wir den Trenner. Trennt Schlacke in seine Bestandteile. Hä? Dafür brauchen wir Titan. Oh fuck, das können wir hier nicht machen. Wir sollten trotzdem mal die ganzen verschiedenen Dinger. Oh, Crusher's Crab. welches Ding war das? Pulverizer. Okay, ich reiße die Schlackeproduktion mal wieder ab. Was macht der Pulverizer? Der Pulverizer macht aus Schrott macht halt Staub. Schrottstaub, oh. Was auch immer. So, Generator. Da können wir es schon gerne. Generator. Power Node. So. Okay, es macht einfach nur Sand aus Dingens. Ich sehe schon, ja. Das ist ja absolut scheiße. Obwohl, es kommt auf die Map an. Also auf der ersten Map könnten wir damit schon mal mit Sand anfangen, könnten da auch Silikon und so herstellen dadurch. Thermische Generator. Nur als Beispiel. Brauchen wir nicht. Trenner können wir noch nicht bauen. Brennofen haben wir. Weißt du, mir wurde gerade ein Wave Turret empfohlen, ne? Und das erscheint mir recht logisch, dass wir eins davon platzieren hier oben, weil die Roboter, die fangen ja, die stecken das alles immer wieder in Brand. Ja, Wasser. Aber dann müssen wir Wasser ein bisschen nach oben kriegen. Hier oben ist Wasser. Oh, dann, nee, lass machen. Hier ist Wasser und da links ist Wasser. Dann mit Pumpe bauen. Ja. Mechanical Pump. Ja. Wie viel willst du bauen? Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen.
Welle. Oh, wie cool ist das denn? Warten. Ich schau dir das mal an. Das ist cool. Das ist echt cool, ja. Mich würde interessieren, wie groß das wird. Da fließt kaum Wasser durch. Kann ich das in tiefes Wasser reinschütten? Nein, das hat keinen Unterschied. Ich mach mal einen Verteiler daraus. Ich will wissen, wie viel das... Wasser abgeschossen. Ja, und Feuer wird halt gelöscht, ne? Das ist cool. So. Die Pfütze wird übrigens immer noch größer, ne? Echt jetzt? Mhm. Zwar ganz das langsam, aber sie wird größer. Das ist cool und ich meine, es wird jetzt auch mehr Wasser durchgepumpt. Ich habe da ein paar mehr Dinger hin platziert. Dann lass uns das hier mal schließen. Warum? Nein, das Wasser. Nein, was tust du? Nein. Nein. Oh nein, Julian. Julian, nein, stopp den Wahnsinn. Der Sand, er wird nass. Oh nein, Julian, wenn du das machst, kommt dir kein Wasser mehr an. Da kommt kein Wasser mehr an. Doch, noch genug. Nee, gar nichts mehr, aber egal. Wir pumpen das lieber in den Sand rein. Nein, Julian, nein! Warum tust du das? Du wirst das ja irgendwie schon irgendwie gut anlegen, oder nicht? Wir machen hier gleich einfach einen See, Junge! lass uns das speichern und den dann später. Lass uns. Warte, was kostet? Oh, der kostet Titan. Never mind. Das reicht jetzt, Julian. Ja, wir können nicht einfach. Du kannst es nicht tun. Es kommt halt echt gar nichts mehr an. Wie das hier hinten aussieht, das sieht halt schon irgendwie cool aus hier, ne? Ja, schon. Oh, gecaptured. Wir haben es geschafft. Okay, wir sind jetzt bei 2,5 Stunden mittlerweile. Ja, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um den Stream zu beenden. Nur nochmal fürs Protokoll. Ja. Sind wir gerade in 36? Nee, wir sind hier. Ja. Gegnerische Basis? 450 Meter Glas pro Minute. Und du hast mit Silly 250. Ich bin einfach fast doppelt so hoch wie du. Fick dich. Tja. Vielleicht das nächste Mal. Klick mal auf zurück, Jörn. Dann klick mal auf dieses rote Feld, was so recht ominös sagt, hey, da sind Gegner. Das sieht mir nach etwas, was man als Bosskampf bezeichnen könnte, aus. Nee. Oder nach Gegnern, die uns einfach angreifen wollen. Ich glaube eher, dass das hier irgendwann angegriffen wird von denen hier. Ich denke, wir sollten die so schnell wie möglich auslöschen. Wir können ja mal kurz reingucken. Oder wir warten einfach ab und schauen, was passiert. Weil es da ist ja so ein... Ja, also die wollen uns auf jeden Fall angreifen. Na, mal sehen, was da passiert. Ja, dann lass uns einfach ignorieren und... Ja. Gut. Nochmal kurz in den Vorschnitt reinschauen. Ja, wir tun so, als wenn das einfach nicht passiert wäre.
glaube, mit Forschung haben wir im Moment alles, was wir haben können. Das kann gut sein, ja. Kerndatenbank. Ach du heilige Maria Gottes. Ja, das cool. Ist die ganzen Items, die man. Es gibt ja noch ein paar so. Level. Aha. Uiuiui. Ja, wir haben noch einen ganz schön weiten Weg vor uns. Das stimmt. Haben bisher aber noch um die 4-5 Stunden gespielt, ne? Ja. Haben schon gefühlt die Hälfte, aber ja, es ist ein ähnliches Spiel. Ein ziemlich gutes. Und es gibt noch recht gute Updates. Oh ja. Ja. Ich werde nochmal kurz die Bleiproduktion ein wenig verbessern, bevor wir uns denn verabschieden werden. Wir brauchen noch kein Blau hier. Doch, weil den können wir später angreifen. Ach so. Wir brauchen doch Blei für so einen weiteren Kern, oder? Was heißt denn weiterer Kern? Na, für so einen besseren Kern. Wir haben doch schon einen. Ja, aber als du da rüber gehen wolltest, wurde doch angezeigt, hey, ja, brauchst das oder nicht? Oder war das nur optional? Wir müssen aber auch deutlich mehr. Das wäre aber ordentlich teuer, ich weiß, ob sich das lohnt. Nein. Wir können wir mit den anderen starten? Ist das eine Auswahl? Ist es so aus, wenn du auswählen könntest, aber. Ja, ich kann das auswählen. Okay, aber ich denke, wenn wir eine gegnerische Basis angreifen, dass es sich das schon lohnt. Ja, okay. Aber. Ja, okay. Ja, okay, okay. Hab ich schon gesagt, dass ich den Planeten echt schön gemacht finde? Ich glaube tatsächlich nicht. Den Bergen hier, die man nur so medium sieht. Das ist auf jeden Fall nett. Das ist echt nett, ja. Okay. Sag mal, wenn ich beenden darf. Ja, ich werde dir mitteilen, wenn du beenden darfst. Warum haben wir so verdammt viel Kohle in unserem System? Das ist eine echt gute Frage, weißt du? Warum haben wir eine Kohleproduktion in den Kern rein? Weil wir Kohle brauchen für andere Dinge. Okay. Ich werde nebenbei mal noch ein bisschen hier. Fuck. Kriegt nichts mehr runter zum Kern. Ja. Ja. Ich krieg nichts mehr runter zum Kern. Worauf willst du hinaus? Blei. Ja. Irgendwas willst du doch erreichen damit. Ja, erhöhte Bleiproduktion. Nee, das meine ich nicht. Was ist dein Plan? Mein Plan ist, die Produktion an Blei zu erhöhen. Nee, wie du das lösen möchtest. Weißt du, ich habe nicht die geringste Ahnung. Okay, dann. Never fucking mind. Also. Na? Ah, ich habe eine Lösung gefunden. Sie wird dir eventuell nicht gefallen, aber. Pff. Was denn? Naja, ich habe sie jetzt in dein Metaglas mit eingemischt. Naja, solange es stabil bleibt, ist das in Ordnung. Das kommt durch. Es sollte eigentlich recht stabil bleiben. Aber das kommt da nicht richtig durch. Was? So. So, Strom haben wir jetzt auch erstmal genug. Ich habe aber zwei Turbinen gemacht. Jo. Okay, dann.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Stream. Der wird wahrscheinlich morgen sein. Gott, das ist... Ich werde nie wieder einen Überblick erlangen. Ich auch nicht. Ich baue das gerade. Ich klatsche einfach nur weitere Verteiler rauf und hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Gott. Oh Gott, was hast du mit meiner schönen Meterglasfolie gemacht? Sie stockt mittlerweile schon. Warte. Du hast hier oben was vergessen. John, du hast sie komplett zum Stocken gebracht. Du hast hier einen Verteilerkasten vergessen, Julian. Guck, viel besser. Die wird sich auf Dauer einfach komplett zurück... Zurück? Aber du weißt schon, dass uns... Ich sehe das Problem. Ich krieg das hin. Ich hoffe es für dich. Schon ganz viele Verteiler machen die Conveyor auch nicht größer. Das stimmt, aber es ist die leichteste Möglichkeit, das zu fixen. Also, ich weiß noch, dass man später, also in anderen Spielen noch recht früh, damals, ein Jump-Pad, dass du Ressourcen rüberschicken konntest. Am liebsten würde ich ja ein bisschen Titan rüberschicken und dann geht das aber. Ja, das wäre schon nice, aber... John, die Conveyor sind voll. Hier ist noch minimal Platz. Siehst du, hier ist ein bisschen Platz, guck, da kann das gleich rein. Warum ist da hinten jetzt auch Metaglas? Du hast es komplett kaputt gemacht. Mal gucken, wie tief die jetzt gesunken ist, die Position. Ganze 25 schon minus. Und es wird sich wahrscheinlich nicht. Es wird sich wahrscheinlich nicht wieder erhöhen. Warum bist du dir so sicher? Keine Ahnung, weil es immer mehr wird und es sich immer mehr zustockt und wir nicht so viel. John. John. Ja! Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wenn Blei voll ist, das Metaglas komplett zu ist? Julian, weißt du, ich würde ja sagen, dass das ein Problem wäre, aber das ist kein Problem mehr. Warum? Weil Ressourcen, die überflüssig sind, nicht einfach mehr... Seit dem neuen Update werden die nicht vom Kern gestoppt. Die werden verbrannt. Ach so. Das heißt, man muss keine Alternative mehr dafür bauen, dass man keine Ressourcen mehr aufnehmen kann. Das ist natürlich praktisch. Das ist sehr praktisch. Ich schaue jetzt noch einmal und wenn es nochmal gesunken ist, ne, dann schlage ich dich später. Oh, ist wieder gestiegen, okay, das ist alles gut. Und du würdest sagen, ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier mache? Wenn man sich das dann mal anschaut, würde ich ja sagen. allein das hier. Bestätigt das so komplett. Na, warte. Weil diese beiden Conveyor komplett überlastet sind. Ich sehe den Fehler. Das macht die unteren Conveyor auch nicht voller. Kleiner meine ich. Wenn müsstest du das irgendwie hier raufschicken. Obwohl, die sind genauso voll eigentlich. Es passt. Ich meine, ich kann natürlich auch, John, ich habe dafür keine Worte mehr. So machen. Guck. Jetzt wird das beim Graphit mit reingemischt. Da ist ja sowieso so gut wie nichts. Boah, ja, das ist tatsächlich mal eine gute Idee. Fick dich. Und wir können es auch mit auf Silikonblatt draufklappen. Ich meine, das ist auch eine Idee, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen sollten. Weißt du? Einfach. Nein, John, one way. Nur in den einen Weg. Weil sonst wird das hier noch stocken, weil das versucht auch Silikon hier rüber zu schieben. Nein, nicht so.
So, 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 so. Es passt, es passt, es passt. Jetzt stockt es zumindest nicht mehr so. Das ist wundervoll, oder? Doch, hier unten. Aber nicht so schlimm. Wie hier einfach nur noch alles aus Blei und Metallplatten besteht. Entschuldigung, du hast die Verteiler vergessen, Julian. Es scheint aber gerade recht stabil zu sein. Das wundert mich tatsächlich sehr. Die Verteiler lösen einfach alles sehr. Ich habe Ahnung von meinem Job. Okay, dann, wie man sieht. Dann beenden wir mal den Laden hier. Ja, ich glaube, wir sollten das langsam beenden. So, sprechen verlassen. Ja. Es gibt Bots. Es gibt. Ja. Können wir uns auch noch irgendwann mal anschauen. Info. Gut. Der hat seinen Quellcode des Spiels veröffentlicht. Scheinbar. Als ob. Sympathisch. Ja, okay. Für die Tradition halt. Das ist ein wunderschönes Bild. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Stream. Ja.